Wichtig für alle Operationen ist zunächst sich einmal kundig zu machen, wie die Operation abläuft und sich möglichst verschiedene Meinungen einzuholen. Es ist außerdem so, dass wir eine Untersuchung beim Augenarzt empfehlen, zum Beispiel ob der Augeninnendruck in Ordnung ist oder ob andere Augenkrankheiten vorliegen. Es gibt fast keinen Menschen über 40, 50 Jahre, der nicht ein bisschen Augentrockenheit hat. Das heißt, unsere Tränendrüsen funktionieren nicht mehr so, wie sie vorher funktioniert haben. Auch das ist etwas, was möglicherweise durch einen Augenarzt vorher festgestellt werden sollte. Möchte man durch die Krankenkasse eine Unterstützung erfahren, ist es unabdingbar, dass von einem Augenarzt festgestellt wird, wie das Blickfeld ist. Ist das Blickfeld maximal durch die überlappende Haut am Oberlid eingeschränkt, zahlen in sehr seltenen Einzelfällen auch die Krankenkassen einen Obolus hinzu oder die Operation auch ganz. Dies muss aber durch einen Augenarzt, durch eine spezielle Messung, so eine sogenannte Gesichtsfeldmessung, festgestellt und bescheinigt werden. Und man muss vorher inklusive der klinischen Bilder einen Antrag bei den Krankenkassen stellen.